Aufwarne! Aufwarne, komm! Hol dir die 10 Euro! Rente Nachname und Abspitze wieder Dreifachprämie. Abspitze Dreifachprämie. Prämienabnahme, Prämienabnahme, nächste Runde wieder Prämie. Abspitze Prämie. Prämienabnahme, Prämienabnahme, nächste Runde wieder Prämie. Ab Band Prämienabnahme, Prämienabnahme, nächste Runde wieder Prämie. Prämienabnahme, Prämienabnahme, nächste Runde wieder Prämie. Nächste Runde wieder Prämie. Nächste Runde wieder Dreifachprämie. Und dahin über die Fahrer in Prämie. Wenn nächste Runde wieder Prämie. Nächste Runde wieder Prämie. Prämienabnahme von der Wiederabnehmung und der neuen Prämie. Einmal von der Abwechslung. Ich glaube. Nächste Runde wieder Prämie. Ja, immer noch allein an der Spitze. Der Fahrer wieder ab. Traf mich um. Und erstmal auf. Thank you.
Und ganz oben kommt er drauf. Er ist ja auch von der Pessoa her einer der kleinsten, aber heute der größte hier in Rochbach. Und zwar mit der Startnummer 3, Simon Nuber. Und die Schleifen und Blumen vom ersten Vorsitzenden mit Gattin. Nun natürlich das Siegerfoto. Ja gut, der Rennverlauf, sag ich mal, war für uns nicht ganz optimal. Wir haben natürlich gerechnet damit, dass früher eine Gruppe geht, dass wir die dann auch mit 2-3 Mann besetzen können, weil die anderen Teams zahlenmäßig auch ein Stück weit unterlegen waren. Wir haben aber dann auch gemerkt, dass bei dem starken Wind es gar nicht so leicht war, dass sich heute eine Gruppe vorne etablieren kann. Vor allem war das Fahrerfeld eben durch viele Einzelfahrer auch recht ausgeglichen. Und dann haben wir auch relativ schnell, ich sage mal so gegen Rennmitte, gemerkt, okay, wir müssen vielleicht auch ein paar Körner sparen für den Schlusssprint noch. Und das haben wir dann auch gemacht. Die anderen Fahrer, die sich dann nicht auf den Schlusssprint konzentriert haben, Fabian, David, Kai, die haben dann auch entsprechend mehr investiert und so konnten Simon und ich dann die letzten Meter nochmal voll fahren. Es war beides. Es war die Hoffnung, dass eine Gruppe geht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ziemlich früh eine Gruppe geht. Klar, ein paar Prämien nimmt man mit. Bei den steigenden Startgeldern dieses Jahr ist es immer ganz gut, wenn man noch ein paar Prämien erwischt. Das Rennen wurde ziemlich gut kontrolliert von den Airmännern und ich finde auch ein bisschen tot gefahren, ein bisschen langweilig gemacht das Ganze für die anderen Fahrer. Ich meine, klar, wenn eine Mannschaft ziemlich stark ist, leiden die anderen immer, aber ja, ich hatte gehofft, es geht in eine Gruppe, aber es ist eben keine gegangen. Ich habe es noch ein paar Mal probiert, aber alleine ist man da machtlos gegen so eine Überzahl. Ich vom Team Coda Lotto war nur mit einem Teamkollegium Dario da, deswegen extrem schweres Rennen für uns gegen die einheimischen Team. Möbel Ehrmann war, glaube ich, mit 6-7 Mann da, deswegen, die haben mehr oder weniger das Rennen bestimmt, kontrolliert. Eigentlich war die Taktik, eine Spitzengruppe zu bilden, aber sobald ich angetreten bin, waren direkt zwei Mann da, haben das abgeschottet und wollten keine Gruppe weggehen lassen. Deswegen habe ich mich eher im zweiten Drittel zurückgehalten. Mein Teamkollege, der Dario, der ist auf Prämien gegangen, konnte da einige gewinnen. Und dann gegen Ende hat sich, glaube ich, der David Hund abgesetzt. Damit war ich eigentlich ganz zufrieden, weil einer an der Spitze, es war doch windig hier, deswegen war eigentlich eine Soloflucht unmöglich. Und deswegen habe ich mich auf den Endspurt konzentriert. Dario ist mir auch sehr gut angefahren. Leider habe ich dann im Sprint ein bisschen gezögert. Und dann ist der Simon wie so ein Känguru an mir vorbei und hat dann doch souverän fürs Team Möbel Ehrmann gewonnen.